Hey, Hayley hier. Also in der letzten Folge wurde mein Freund Eric von Will, einem Mitarbeiter einer Plattenfirma aus LA, entdeckt. Am Anfang, und ich schäme mich wirklich, das zu sagen, war ich wirklich neidisch auf seinen Erfolg. Aber dann erzählte er mir, dass er das Angebot abgelehnt hatte. Zuerst war ich wirklich überrascht von seiner Entscheidung, aber dann fühlte ich mich schuldig, da ich ein Teil des Grundes war, der ihn dazu gebracht hatte, auf diese einmalige Chance zu verzichten. Also machte ich es wieder gut, indem ich zum Flughafen raste und Will überredete, ihm noch eine Chance zu geben. Und glücklicherweise stimmte er zu. Jetzt hatte Eric nur 5 Tage Zeit, sich vorzubereiten, dann musste er nach LA reisen. Also beschlossen wir, die letzten 5 Tage zusammen unvergesslich zu machen. Am letzten Tag, bevor Eric abreiste, gingen wir zusammen aufs Riesenrad und Eric versprach mir, dass er zurückkommen und mir helfen würde, meinen Traum zu verwirklichen, eine professionelle Sängerin zu werden. Heute reist Eric ab. Ich bin mit Eric und seiner Familie zum Flughafen gefahren. Ich konnte nicht aufhören zu weinen, als ich ihn zum Abschied umarmte. Er sagte, "Wir sehen uns bald wieder, Hayley." Dann küsste er mich auf die Stirn. Das brachte mich nur noch mehr zum Weinen und seine Mutter nahm mich in ihre Arme und tröstete mich. Das war's also. Eric ging nach LA, um ein Star zu werden, und ich blieb hier und konzentrierte mich auf den Swing Club. Wir würden das mit der Fernbeziehung schon schaffen, oder? Zum Glück hatte ich immer noch Anna in der Nähe. Wir kamen uns sehr nahe und hingen die ganze Zeit zusammen ab. Verrückt, oder? Wenn sie nicht eifersüchtig war, war sie das netteste Mädchen überhaupt. Kurt hing auch manchmal mit uns ab, aber ich war immer noch sauer auf ihn. Er hatte sich nie wirklich bei mir entschuldigt für die Art, wie er mit mir gesprochen hatte. Er setzte sich einfach eines Tages zu unserem Tisch beim Mittagessen und tat so, als wäre alles in Ordnung. So gut es auch ist, Kurt wieder als Freund zu haben, manchmal benimmt er sich echt seltsam. Manchmal holt er mir Kaffee und stellt ihn auf meinen Schreibtisch und hinterlässt mir dann noch kleine Zettel mit Nachrichten wie ein besonderes Getränk für ein besonderes Mädchen, Kay. Ich versuchte immer, die Zettel zu entfernen, bevor Anna sie bemerkte, denn ich wollte nicht, dass sie wieder auf falsche Gedanken kam. Ich verstand natürlich, dass Eric viel zu tun hatte, aber er ging kaum ans Handy. Es war wirklich frustrierend. Ich wollte einfach nur seine Stimme hören. Der einzige Weg, wie ich ihn sehen und hören konnte, waren seine Videos von Co-Versionen von Songs, die seine Agentur auf YouTube hochlud. Eines Tages nach dem Swing Club blieb ich zurück. Ich saß am Klavier und scrollte durch einige alte Bilder von Eric und mir, als ich bemerkte, dass Kurt hinter mir stand. Er starrte mich einfach an. Es war irgendwie seltsam. Ich sagte: "Oh, hallo Kurt, ich wusste gar nicht, dass du auch noch da bist." Er antwortete, "Hayley, er hat dich hier zurückgelassen, damit er seinen Träumen nachjagen kann, und jetzt ruft er dich nicht mal an. Das ist so egoistisch. Du solltest mit jemandem zusammen sein, der immer an deiner Seite bleibt. Jemandem wie mir." Ich begann zu stottern. "Kurt, ich... Er unterbrach mich und fuhr fort. "Ich werde dich nie verlassen, so wie er es getan hat." Dann nahm er meine Hand und sah mir tief in die Augen. Oh mein Gott! Ich war einfach nur geschockt. Warum ich? Wusste er denn nicht, dass Anna ihn mochte? Also zog ich meine Hand zurück und sagte ihm, dass ich immer noch mit Eric zusammen sei und ich hoffte, dass er das respektieren würde. Er sagte mir, ich solle darüber nachdenken und ihm eine endgültige Antwort geben, nachdem wir mit den Dreharbeiten für das kommende Musikvideo fertig waren. Oh, ja, unser Club wollte ein Musikvideo für einen Coversong drehen und die Hauptdarsteller waren Kurt und ich. Es gab eine Szene, in der Kurt mich auf die Wange küssen sollte. Natürlich war ich damit nicht einverstanden. Das Letzte, was ich wollte, war, dass sowohl Eric als auch Anna uns missverstanden, wenn sie das sahen. Also bat ich den Regisseur, den Kuss in eine Umarmung zu ändern. Als der Tag des Videodrehs kam, war ich super aufgeregt. Ich liebte mein Outfit und ich hatte wirklich viel Spaß. Aber dann kam diese Szene und ich wollte Kurt umarmen, aber er lehnte sich nach vorne und küsste mich auf die Lippen. Oh mein Gott! Wie konnte er nur? Ich war wütend auf ihn, aber ich konnte nur wegen eines Kusses keine Szene vor der ganzen Filmcrew machen. Das wäre wirklich unprofessionell. Also zog ich es einfach durch. Ich warf einen Blick auf Anna und konnte sehen, wie traurig sie aussah und dann sofort das Set verließ. Obwohl ich mich sehr unwohl fühlte, war der Regisseur froh, dass Kurt vom Drehbuch abwich. Er sagte, das macht das Musikvideo interessanter. Ich war einfach unglaublich wütend. Er hatte mich nicht nur gezwungen, ihn zu küssen, sondern auch dafür gesorgt, dass Anna alles missverstand. Nach dem Musikvideo schickte ich Anna eine Nachricht, dass sie mich in einem Café in der Nähe der Schule treffen sollte. Sie tauchte auf und sah so traurig aus, dass ich mich furchtbar fühlte. Ich kaufte ihr einen Milchkaffee und einen Blaubeermuffin. Sie liebte beides. Dann erklärte ich ihr, wie Kurt vom Drehbuch abgewichen war, ohne es vorher mit mir zu besprechen. Anna drehte sich plötzlich zum Fenster, schaute in die Ferne und antwortete mit traurigem Ton: »Das ist scheiße, aber ich glaube dir. Ich habe gesehen, wie er dich ansieht. Anna, du musst ihm sagen, was du fühlst.« »Vielleicht«, seufzte sie. »Ich weiß es nicht.« Ich war erleichtert, dass Anna und ich immer noch Freundinnen waren, aber ich war immer noch wütend auf Kurt. Wie konnte er es wagen, mir das anzutun? Das war einfach nicht richtig. Außerdem wusste er, dass ich immer noch mit Eric zusammen war. Als wir also am nächsten Tag den Club verließen, ging ich zu Kurt und sagte ihm, dass wir reden müssten. »Kurt, ich habe keine Gefühle für dich. Du bist mein bester Freund. Bitte zerstöre unsere Freundschaft nicht.« Plötzlich wurde Kurt wütend und schrie: »Aber ich will nicht nur mit dir befreundet sein. Ich will mehr als das. Bitte, Haley. Gib mir einfach eine Chance. Ich werde dir zeigen, dass ich viel besser bin als Eric.« Ich antwortete: »Bitte hör auf damit. Ich liebe Eric. Ich werde nie mit dir zusammen sein. Anna mag dich. Du solltest mit ihr zusammen sein.« Das machte ihn noch wütender und er schrie: »Was tust du denn da? Hasst du mich so sehr, dass du mich zu einem anderen Mädchen wegstoßen musst? Unglaublich!« Dann stürmte er davon. Oh mein Gott, warum war er nur so stur? Warum wollte er nicht auf mich hören? Und jetzt tat er so, als wäre ich diejenige, die im Unrecht war. Das war wirklich frustrierend. In dieser Nacht rief ich Anna an und vertraute mich ihr an. Nachdem sie von Kurts Wut auf mich erfahren hatte, weil ich versucht hatte, die beiden zusammenzubringen, sagte sie: »Wenn ich Kurt wäre, wäre ich vermutlich auch wütend. Aber sei nicht mehr sauer auf ihn. Ich werde euch beiden helfen, euch zu versöhnen.« Ich weiß nicht, was Anna tat, aber ein paar Tage später kam Kurt zu mir und entschuldigte sich. Danach war unsere Freundschaft wiederhergestellt und er erwähnte nie wieder seine Gefühle mir gegenüber. Obwohl er jedes Mal zusammenzuckte, wenn ich Eric erwähnte. Apropos Eric, ich vermisste ihn wirklich sehr. Besonders seit Ferien waren, gab es Tage, an denen ich mich einfach auf mein Bett legte und mir seine Coversongs wieder und wieder anhörte, den ganzen Tag lang. Außerdem las ich jeden Kommentar von Zuschauern unter jedem Video. Alle machten ihm Komplimente, was mich sehr glücklich und stolz auf ihn machte. Obwohl Eric und ich selten miteinander sprachen und ich normalerweise diejenige war, die ihn anrief, fühlte ich mich jedes Mal, wenn ich seine Stimme hörte, wieder voller Energie. Ich konnte an seiner Stimme hören, dass er mich ebenfalls vermisste. Dann, eines Tages, lag ich auf meinem Bett und hörte Musik, als plötzlich mein Handy klingelte. Es war Anna. Sie fragte mich: »Hast du schon die Neuigkeiten gehört? Eric hat bald seinen ersten Auftritt. Ich habe seinen Namen zufällig auf einem Plakat auf der Straße gesehen.« Ich war überrascht und aufgeregt. Endlich konnte mein Freund seinen Traum verwirklichen. Ich rief sofort Eric an und zum Glück nahm er diesmal ab. Ich fragte ihn aufgeregt: »Hast du bald deinen ersten Auftritt?« Eric sagte, dass er ausgewählt wurde, um die Eröffnungsvorstellung des Konzerts eines berühmten Künstlers in L.A. zu spielen. Er fuhr fort: »Ich wünschte, du könntest dabei sein. Ich vermisse dich so sehr. Du solltest herkommen.« Als ich Eric das sagen hörte, füllte sich mein Herz mit Freude. Um ehrlich zu sein, vermisste ich ihn auch wie verrückt und konnte es kaum erwarten, ihn wieder zu sehen. Aber in diesem Moment kam mir plötzlich eine Idee in den Sinn. Ich würde ihn überraschen. Also antwortete ich: »Oh, wie schade. Ich würde dich wirklich gerne auftreten sehen, aber genau dann habe ich ein Konzert im Swing Club.« Seine Stimme war leiser. »Aber mach dir keine Sorgen. Wenn ich Zeit habe, fliege ich sofort zu dir, um dich zu treffen.« Nachdem Eric aufgelegt hatte, rief ich schnell Anna und Kurt an und lud sie ein, mit mir nach L.A. zu fliegen. Beide sagten freudig zu. Oh je, das war ja so aufregend. Ich buchte einen Flug, ein Hotel und bereitete meine Sachen vor. Ich konnte es nicht erwarten, Erics Gesicht zu sehen, wenn ich ihn überraschte. Wir kamen im sonnigen L.A. an. Anna und Kurt gingen ins Hotel und ich stieg in ein Taxi direkt zu Erics Haus. Ich hatte ihm ein paar Care-Pakete geschickt, also kannte ich seine Adresse. Ich ging zu Erics Tür und klingelte, aber niemand machte mir auf. Obwohl ich super traurig war, dass das nicht den gleichen Überraschungseffekt haben würde, setzte ich mich auf die Türschwelle und rief ihn an. Nachdem er erfahren hatte, dass ich in L.A. war, war Eric ein bisschen überrascht, aber er sagte sofort fröhlich: »Ich bin gerade in ein neues Haus gezogen, das näher an meiner Firma liegt, um die Proben zu erleichtern. Ich schicke dir die neue Adresse.« Ich wartete sehnsüchtig auf seine Adresse. Mittlerweile waren 20 Minuten vergangen und er hatte sie mir immer noch nicht geschickt. Also rief ich ihn wieder an, aber dieses Mal nahm Will ab und sagte mir, dass Eric für seinen bevorstehenden Auftritt probte und deshalb den Anruf nicht annehmen konnte. Ich fühlte mich so entmutigt. Ich war den ganzen Weg gekommen, um ihn zu sehen. Und jetzt fühlte es sich an, als wäre alles umsonst gewesen. Ich wusste, dass Eric viel zu tun hatte, aber ich hatte ihm gerade gesagt, dass ich hier in L.A. war. Also warum konnte er sich nicht eine Minute Zeit nehmen und mir erklären, dass er proben musste? Wenigstens das war er mir doch schuldig. Ich vermisste ihn so sehr und wollte ihn einfach nur sehen, aber ich begann zu spüren, dass er mich nicht sehen wollte.